Okay, also dann nochmal willkommen von meiner Seite zu unserer neuen Webinar-Serie Erweitern Sie einen AutoCAD-IQ. Heute mit dem Thema die dritte Dimension, Volumenkörpereditierung, Tipps und Tricks in AutoCAD 2017. Ja, vielen Dank, dass Sie alle dabei sind. Bevor wir jetzt noch beginnen und Carsten ja die eigentliche Präsentation macht, während bei der Präsentation können Sie im Fragen-Chatfenster eben Fragen stellen. Ich werde sie versuchen, im Hintergrund zu beantworten. Am Ende der Sitzung wird es außerdem noch eine Frage- und Antworteinheit geben. Da können Sie entweder auch über das Fragen-Chatfenster oder aber auch über Audio dann Ihre Fragen stellen. Kollege Carsten Seng hat schon erwähnt, dass die Präsentation aufgezeichnet wird. Unten sehen Sie noch einen Link, https://autodesk.box.com. Da finden Sie dann die ganzen Dateien, also die PowerPoint und auch die Aufzeichnung und falls noch sonst irgendwelche Daten notwendig wären, Beispiel Dateien etc. Nächste Seite. Ja, möchten natürlich nochmal auf das deutsche Forum hinweisen, nicht nur für AutoCAD und AutoCAD-Produkte, sondern auch für andere Produkte. Sie sehen oben die Liste, Revit etc. Es gibt also jetzt seit jetzt einem guten Jahr nicht nur ein englischsprachiges Forum, sondern eben auch ein deutsches Forum. Hier können Sie dann auch Feedbacks geben zu den einzelnen AutoCAD-Webinaren. Wenn Sie dann da oben bei Feedback dann klicken würden, erstmal bei AutoCAD Produktfamilie und da drin finden Sie dann einen Feedback-Link. Nächste Seite. Ja, gehen wir mal hier ganz kurz durch. Ganz links sehen Sie halt, dass vom technischen Support präsentiert wird, eben von Carsten und von mir. Die eigentliche Demo wird so 40 Minuten ungefähr dauern. Wichtig ist hier eigentlich nur der Punkt unten, dass das nächste Webinar am 23. Februar stattfindet. Das Thema ist noch nicht ganz klar, aber es wird rechtzeitig bekannt gegeben. In der Mitte finden Sie hier außerdem noch zwei Links, wo Sie dann eben verschiedene Downloads runterladen können, beziehungsweise auch von vergangenen Webinar-Aufzeichnungen von dieser Serie sich runterladen können und sich dann anhören können. Falls Sie sich noch mehr interessieren würden, dann empfehle ich auch unten nochmal das AutoCAD Beta-Programm, gerade für 2018. Müsste es gerade schon aktiv sein. Da können Sie dann teilnehmen. Es gibt dann jeweils zwei verschiedene, eins für AutoCAD und eins für AutoCAD LT. Und schreiben Sie einfach eine E-Mail an diese E-Mail-Adressen, die da unten genannt werden. Und so haben Sie die Möglichkeit, an diesem Beta-Programm teilzunehmen. Nächste Seite. Dann nochmal ganz kurz ein Blick auf das AKN, auf das Autodesk Knowledge Network. Das ist eine sehr wichtige Seite. Sie finden hier erstmal grundsätzlich erstmal Videos für erste Schritte und auch ein bisschen fortgeschrittene Videos. Wichtig sind hier allerdings auch erstmal die Downloads. Da finden Sie ganzen Service Packs, Hotfixes, aber auch irgendwelche Objekt-Enabler, also gerade für AutoCAD-basierte Produkte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Civil 3D oder Plan 3D Komponenten haben, die mit purem AutoCAD wie ansehen möchte, die Zeichnung ohne diese Objekt-Enabler, würden Sie jetzt da nur Proxy-Elemente sehen für verschiedene Sachen. So würden Sie dann allerdings tatsächlich sehen, wenn Sie installiert ist, dass es ein Rohr ist oder ein Apparat etc. und so dementsprechend im Eigenschaftenfenster ansehen können. In der Fehlerbehebung, da können Sie dann nach Artikel suchen. Der Autodesk Support erstellt ziemlich viele Artikel und wir werden diese Artikel der Öffentlichkeit bereitstellen oder sie sind bereitgestellt und da können Sie einfach suchen geben. Inzwischen haben wir schon Zehntausende von Artikeln, also deutlich mehr als die Hilfe. Ja, dann habe ich jetzt hier noch einfach ein paar Fragen an Sie. Ist das Ihr erstes Autodesk Help Webinar?
Na, warten wir noch einen kleinen Augenblick. Also gut. Ja, schauen wir das einfach an. Für ja, zwei Drittel ist das jetzt nicht. Das erste sind schon alte Hasen. Wunderbar, dass wir sehr viele neue hier dabei haben. Ich hoffe, dass wir sie überzeugen können, dass sie dann regelmäßig hier teilnehmen werden. Und dann die nächste Frage, was für ein Produkt Sie verwenden, AutoCAD-basierend, AutoCAD, AutoCAD LT oder mehr so die Ecke Architecture, MEP, Electronical, Plan 3D oder eher so Infrastrukturbereich, Civil 3D oder Web 3D oder auch irgendwas ganz anderes. Prozent haben es jetzt gewotet. Na, lassen wir es dabei. Also, 71% verwenden AutoCAD, 43% haben Erfahrung mit AutoCAD LT, Plan 3D und so weiter ist nicht ganz so häufig dabei mit 14%, Civil und Map 3D 29%. Okay. Ja, das war es erstmal hier. Jetzt übergebe ich an Carsten. Es geht jetzt eigentlich mit der eigentlichen Präsentation los. So, Carsten, ja, bitte schön. ich bedanke mich, Bernd. Sehen wir, hoppala, das war zu weit. Unser Thema heute ist das Thema Volumenkörper bearbeiten. Ich lese das jetzt hier nicht alles durch. Wir wollen ja die meiste Zeit darauf verwenden, praktisch dieses Thema durchzugehen. Das sind im Grunde genommen die Befehle und Funktionen, die wir heute zusammen besprechen werden. Ich wechsle mal gleich mal in mein AutoCAD und zeige Ihnen, was wir heute machen möchten. Und zwar haben wir hier uns gedacht, wir designen mal ein Fahrrad aus nur AutoCAD-Symbolen. Das heißt, der Rahmen ist aus einem AutoCAD-Symbol, die Felgen, den Lenker werden wir machen und den Sattel und auch dieses Tretlager. Wir haben im Grunde genommen eine 2D-Draufsicht, so wie Sie hier sehen, und eine Top-Ansicht, von der wir bestimmte Maße abgreifen werden. Zum Beispiel haben wir hier die Höhe der Narbenlöcher vom Rahmen. Das brauchen wir später. Wir werden außerdem hier diesen Versatz von der Mittelachse zu diesem Radius hier benötigen. Dazu werde ich mir gleich mal diesen Radius hier in den Zwischenspeicher kopieren. Das brauchen wir später, nicht, dass Sie sich wundern, wo ich diese Zahlen her habe. Und hier der Versatz zur Mittelachse sind eben diese 36 Zeichnungseinheiten. Wir arbeiten heute in einem metrischen System und deswegen können wir da Millimeter oder Zentimeter zu sagen. Ich sage immer Einheiten, dann bleibt das dimensionslos. Gut, wir fangen an mit dem Reifen. Ich habe für jeden Schritt eine eigene Datei angelegt, also Reifen, Tretlager, Rahmen, Lenker und Sattel. Und den Reifen beginnen wir hier mit diesen beiden Objekten. Das ist einmal der Radius für den Reifen oder für den Schlauch, der außen herumläuft. Und hier möchte ich einen Torus erstellen mit den Maßen. Ich gebe mal, der braucht dazu den Mittelpunkt und schalte hier meine 2D-Referenz-Fangpunkte an. Die kann ich hier ein- und ausschalten, auf welche Möglichkeiten ich fangen möchte. Und ich gebe mal an, dass ich hier im Zentrum meinen Mittelpunkt haben möchte. Mein Radius beträgt 330. Und der Rohrradius, also die Dicke meines Mantels im Endeffekt, sollen 20 Einheiten betragen. Ein kleiner Hinweis: Normalerweise sollte man mit Layern arbeiten, also jedes Objekt oder jede Objektklasse auf verschiedenen Layern platzieren. Das mache ich heute nicht aus Zeitgründen. Ich werde ab und zu mal hier eine Farbe ändern von einem Objekt. Dann
damit wir das besser sehen. Ich arbeite außerdem im Röntgenmodus. Das heißt, wenn wir Volumenkörper übereinander legen, können wir die besser sehen, wo sie sich schneiden und wo der Volumenkörper ist. Und des Weiteren im AutoCAD selber arbeiten wir im Arbeitsbereich 3D-Modellierung, damit wir alle 3D-Modellierungswerkzeuge hier oben in der Multifunktionsleiste auch sehen. Gut. Was wollte ich noch sagen zu meinen Einstellungen, dass Sie sich nicht wundern? Ich habe die wechselnde Auswahl eingeschaltet. Das heißt, wenn ich über Objekte drücke, da wo es mehrere Objekte übereinander liegen, erscheint mir ein kleines Menü, welches Objekt ich denn am Ende auswählen möchte. Wir haben den Torus für den Reifen erstellt oder für den Schlauch und werden jetzt eine Kugel erstellen. Diese Kugel platzieren wir auch hier in die Mitte. Und der Radius meiner Kugel ist das, was ich vorhin aus dem Zwischenspeicher abgelesen habe, diese 1618 Einheiten. Und wenn ich jetzt hier diese Seitenansicht einstelle, sehe ich, oder ich mache es am besten mal eine vordere Ansicht, sehe ich, dass die Kugel mittig platziert wird, mit dem Mittelpunkt XY-Ebene. Und jetzt müssten wir die noch nach unten oder nach oben schieben, um für unsere Felge diesen Halbkreis zu bekommen. Das mache ich, indem ich wähle erstmal die Kugel auf und mache die aus und mache die rot, damit wir die besser sehen. Und das mache ich, indem ich hier einen Radius eingebe. Entschuldigung, nicht ein Radius, eine Z-Position eingebe und diese kalkuliere. Ich öffne den Kalkulator oder den Rechner, gebe hier meinen Radius ein und sage das Ganze minus 36 und schon müsste das in der richtigen Position verschoben sein. Hier haben wir es. Das heißt, man sieht schön, dass am Ende dieser Radius hier entsteht. Ein kleiner Tipp zum Rechner. In einem vorigen Webinar hatte ich das Problem, dass ich zuerst zwei Monitore angeschlossen hatte und dann auf einen Bildschirm beim nächsten Mal gewechselt bin. Und mein Rechner ist hier auf dem, wenn ich das angeklickt hatte, nicht erschienen auf dem Bildschirm. Er war quasi virtuell auf dem anderen Bildschirm und und ich konnte in AutoCAD selber nichts mehr machen. Wenn Ihnen das passiert, dann hilft der Trick, indem Sie die Windows- und die Shift-Taste und dazu den Pfeil rechts oder links drücken. Und so können Sie Ansichtsfenster, die auf verschiedenen Monitoren platziert sind, zwischen den Monitoren hin und her schalten. Als nächstes möchte ich diese Kugel an dieser XY-Ebene abschneiden. Wir brauchen hier nur dieses kleine Stück hier unten. Dazu verwende ich den Befehl Kappen und ich wähle mir die Kugel aus, sage Enter und ich möchte dann auf meine Schnittgrenze ist im Grunde meine XY-Ebene und dann kann ich hier Kappen, einen Punkt auf der Ebene angeben und welchen ich auf welcher Seite ich kappen möchte. Jetzt habe ich auf die falsche Seite gedrückt. Das passiert, wenn man die falsche Ebene auswählt. Jetzt sehen wir, das untere Stück ist weggekappt. Mit Ctrl Z gehe ich wieder zurück und wiederhole den Befehl kappen. So, ich wähle die Kugel aus, dann meine XY-Ebene. Wähle einen Punkt auf der XY-Ebene an und sage dann, ich möchte den oberen Teil weggekappt haben. Jetzt müsste das hier schön geschnitten sein. Dieses hat er jetzt wieder nicht genommen. Werden wir das eben noch ein drittes Mal probieren. Aber heute mag er mich nicht so. Ich wähle die Kugel aus zum Kappen. Die XY-Ebene. Ich sage jetzt einfach mal beide Seiten behalten. So, und jetzt könnte ich die obere Kugelhälfte nehmen und löschen
Und jetzt habe ich hier meinen wokmäßige Ausrundung. Diese Ausrundung brauchen wir jetzt natürlich auf der anderen Seite auch. Wir wollen ja eine symmetrische Felge generieren. Und hier verwende ich den Befehl 3D spiegeln und wähle mein Objekt aus. Dann sage ich wieder, meine XY-Ebene soll die Spiegel Ebene sein und die Quellobjekte möchte ich nicht gelöscht haben. Und jetzt sehen wir hier, dass ich schon eine schöne Felge erstellt habe. Zwischendrin werde ich jetzt diese Objekte mal kopieren und verschieben, damit wir hier eventuell, falls wir etwas falsch machen, zu unseren Originalobjekten zurückkommen können und diese kopieren können. So, die Felge selber, hier sehen wir mein Auswahlmenü von meiner wechselnden Auswahl. Die Felge selber werde ich jetzt über den Befehl vereinigen, in ein Objekt zusammenführen. Man sieht es jetzt hier, da sollte ich jetzt ein Objekt haben. Wenn ich das jetzt lösche, hier haben wir im Grunde die drei Objekte sind es. Zwei Ausgangsobjekte und mein vereinigtes Volumenkörper. Ne? Er hat diese beiden Objekte jetzt gerade nicht vereinigt, so wie ich sie gerne vereinigen würde. Also machen wir das Ganze noch einmal. Objekte wählen. Ich wähle das obere. Und die untere, sage Enter und jetzt habe ich einen 3D-Volumenkörper. Wichtig ist, dass man sauber arbeitet und nicht versucht schnell zu arbeiten, so wie ich das jetzt vorhin gemacht habe. Was wir jetzt noch sehen, ist, dass diese Felge ziemlich weit bis über die Mitte in meinen Schlauch reinreicht. Das ist jetzt eigentlich nicht so schön. Da könnten wir noch nachbessern, indem wir haben hier zwei Volumenkörper, indem wir den einen Volumenkörper von dem anderen abziehen. Ich nehme diesen Volumenkörper, drücke Enter und sage, ich möchte diesen davon abziehen. Und dann habe ich hier eine schöne Felge. Man sieht es hier an der Ausrundung. So schaut es schon viel schöner aus mit der Felge. Und ich kann jetzt diesen hier brauche ich nicht. Ich kann jetzt hier nochmal meine Mantel nehmen und diesen über eine Verschiebung hier auf den Mittelpunkt bringen. Schauen wir uns das Ganze von oben an. Dann kommen wir hier auch schön auf die Mitte. So, die Felge ist jetzt fast fertig. Hoppala, das hat aber nach weit oben geschoben. Schieben wir das nochmal nach unten. Immer noch nicht. Wir hätten den Mittelpunkt da lassen sollen, dann wäre das einfacher zu platzieren gewesen. Das mache ich jetzt nochmal. Wir hatten da einen Kreis, diesen hier, den ich gelöscht habe. Und wenn wir das jetzt hier verschieben, dann komme ich hier viel besser auf den Mittelpunkt vom Kreis. Jetzt und dann ist das richtig platziert. Gut, die Felge sollte eigentlich noch ein A beinhalten. Und dieses A wollen wir jetzt modellieren. Ich kopiere das Ganze nochmal an die neue Stelle und nehme mir meine Form sozusagen und schiebe diese Form
Hoppala. Habe ich das jetzt in der Mitte genommen? Ich schiebe diese vor. Mittelpunkt ist ausgewählt. Auf die Mitte meines Kreises. Hier haben wir ihn und kann jetzt mir die Form auswählen. Ich nehme die Polylinie, sage ähnliche auswählen. Habe ich meine Form ausgewählt und extrudiere diese jetzt einmal nach Z. Das war jetzt nicht genug. Jetzt hat er mir auf einen anderen Punkt eingesnappt. Also wiederhole ich den Befehl. Polylinie, ähnliche auswählen und zoome ich da mal weiter raus oder ich kann auch meinen Fangmodus ausschalten, dann passiert mir das nicht, was mir gerade passiert ist. Diese Objekte kann ich, nehme ich jetzt mal und wähle ich aus und verschiebe sie, sodass sie mit Sicherheit meine ganze Felge schneidet. Und jetzt bin ich wieder in der Lage, über eine Differenz die Objekte abzuziehen von meiner Felge. Also ich wähle meine Felge aus und sage, ich möchte dieses Objekt, dieses, dieses und dieses hier davon abziehen mit Enter und schon habe ich da ein schönes Loch hinein gemacht und meine Felge ausgestanzt. Die Felge kann ich jetzt kopieren, noch in der Mitte nach einem Prinzip, ein Loch reinschneiden über einen Zylinder. Das machen wir gleich mit dem Rahmen und dann können wir so weitermachen. Und zwar werden wir als nächstes den Rahmen bearbeiten. Oder machen wir weiter mit dem Tretlager. Das Tretlager habe ich auch in der Draufsicht eine quasi Studie, wie es aussehen soll. Wir möchten das jetzt halt in die 3D-Ebene oder in die dritte Dimension bringen. Da fangen wir mal an mit dem Zahnrad. Hier haben wir 50 Zähne angeordnet und hier ein Kreis. Ich werde diesen Kreis als ersten Schritt extrudieren und zwar um 5 Einheiten. Und dasselbe mache ich mit dem Zahn. Der wird ebenfalls extrudiert um 5 Einheiten. Das Ganze schaut dann so aus. Und wenn man jetzt ganz genau hinschaut, ich meine, das Ganze ist schon sehr klein, aber es fällt dann schon auf, dass der Zahn nicht wie an einem richtigen Fahrrad schön spitz zuläuft, sondern dass wir hier einen relativ groben Block haben. Wir haben hier die Möglichkeit, über Funktionen diese Fläche zuzuordnen, so, und oder zu verjüngen sozusagen. Das nennt sich in den als Objekt oder als Funktion Fläche verjüngen über Volumenkörper bearbeiten. Wir können eine Fläche eines Volumenkörpers verjüngen, eine Fläche extrudieren oder eine Fläche versetzen. Wie funktioniert der Befehl? Ich wähle mir die Fläche aus. Das mache ich über die Steuerung-Taste und hier kann ich mir jetzt von meinem Volumenkörper, ich drehe hier nochmal mit Shift und mittlerer Maustaste, hier kann ich mir jetzt von meinem Volumenkörper mit gedrückter Steuerungstaste eine Fläche auswählen. Ich nehme diese hier und sage, okay, mein Basispunkt, den möchte ich hier in der Mitte dieser gegenüberliegenden Kante haben und den anderen Punkt auf der Verjüngungsachse nehme ich hier auf die Mitte auf der Kante und jetzt gebe ich den Verjüngungswinkel an, der soll 5 Grad betragen und schon habe ich meine 3D-Fläche oder meinen 3D-Volumenkörper auf der einen Seite verjüngt. Man sieht es hier, denselben Schritt mache ich für die obere Kante, also nochmal die Fläche auswählen, bestätigen mit Enter, meinen Basispunkt angeben,
auf der Mitte, meinen Basispunkt geben auf dieser Mitte und den Verjüngungswinkel mit 5 Grad. Und schon habe ich hier einen schönen, etwas spitzer zulaufenden Zahn für meinen Zahnkranz. Das Ganze könnte man jetzt noch weiter perfektionieren, aber so weit zoomen wir wahrscheinlich in diese Designstudie nie hinein, dass wir da jetzt noch groß weitere Unterschiede feststellen können. Wie kriegen wir die ganzen Zähne jetzt rundherum angeordnet? Da gibt es das Kommando 3D anordnen oder 3D Array auf Englisch. Ein kleiner Tipp, alle englischen Kommandos können Sie mit einem in der deutschen AutoCAD-Version mit einem Unterstrich angeben. Falls Sie mal im Internet auf eine Lösung stoßen und dort sind nur die englischen Eingabebefehle erwähnt, dann könnten Sie das ohne Probleme in Ihrer deutschen Version mit dem Unterstrich verwenden. Und Sie bekommen, wenn Sie einmal Enter gedrückt haben, die deutsche Übersetzung gleich nachgeliefert. Also der Befehl heißt 3D-Reihe. Ich wähle mein Objekt aus, das ist der Zahn. Und der soll jetzt nicht rechteckig in einem rechteckigen Winkel angeordnet werden, sondern polar, also im Kreis. Die Anzahl der Elemente sind 50 Zähne und das Ganze soll ganz rundherum führen. Und die angeordneten Objekte sollen gedreht werden. Sonst würden Sie jetzt, wenn in dem Fall schaut dieser Zahn immer nach oben und alle Zähne würden jetzt hier so nach oben gucken, werden zwar rundherum angeordnet, aber gucken alle in die gleiche Richtung. Sie sollen also mit gedreht werden. Und der Mittelpunkt der Anordnung, das ist unser Zentrum oder unsere Mittelfläche vom Kreis. Und die Drehachse ist ja die Z-Achse. Deswegen zoome ich hier mal ein bisschen hoch. Und sage jetzt am besten, stelle ich hier die Ortho ein, Ortho-Beschränkung auf die rechten Winkel und gehe hier auf Z einfach nach oben. Und jetzt mache ich mein Ortho wieder aus, ist automatisch aus, habe ich hier meinen Zahnkranz erstellt und schaut ja schon ganz gut aus. Was wir jetzt als nächstes machen, ist hier ein Loch und hineinschneiden und mit der Kurbelgarnitur weitermachen. Bei der Kurbelgarnitur muss ich mir vorher genau überlegen, was ich nacheinander alles machen möchte. Ich mache mal schnell das Loch da rein. Das ist nichts weiter als, ich kopiere mir dafür diesen Innenkreis, das ist nichts weiter als wieder ein Zylinder. So. Kopiere mir den hier auf die Mitte, Enter und diesen Zylinder extrudiere ich wieder. Extrusion meines Kreises. Drehe das ein bisschen, damit ich es besser sehe. Den Kreis möchte ich extrudieren. So, Enter. Und jetzt verschiebe ich den nochmal ein bisschen nach unten, damit ich eine sichere Verschneidung mit meinem Körper habe. Ja, jetzt haben wir die Z-Achse erwischt und bilde eine Differenz. Und zwar das Objekt soll beschnitten werden. Und hier, hoppala, das hat er nicht genommen. Nochmal die Differenz bilden zwischen dem Objekt, Enter, und diesem Objekt. So, was wir auch noch machen wollen, ich habe hier lauter einzelne Objekte, dass wir diese ganzen Objekte zu einem 3D-Volumenkörper vereinigen, also alle auswählen, Volumenkörper vereinigen drücken. Ja, jetzt wählen wir es nochmal aus, wenn das denn unbedingt möchte. So, und jetzt haben wir hier nur noch ein Objekt liegen. Kommen wir zur Kurbel. Die Kurbel, wie gesagt, da sollte ich mir vorher überlegen, wie ich die genau machen möchte, wie sie aussehen soll und was ich für Schritte danach alle erstellen oder machen möchte und muss, um sie so hinzubekommen. Ich werde diese genauso erstmal auf dieselbe Dicke extrudieren wie vorher, wie unseren Zahnkranz, nämlich auf 5 Einheiten. Und das Ganze mache ich zweimal. Der Sinn
den erkläre ich Ihnen gleich. Entweder extrudiere ich das Ganze jetzt nochmal oder ich mache mir hier eine Kopie mit einem Basispunkt. Der Basispunkt ist hier diese Ecke und ich schiebe mir das auf diese Ecke. Enter. Und jetzt habe ich hier quasi die doppelte Dicke meiner Kurbel. Und was jetzt nicht so schön ist, wenn ich diese beiden Objekte übereinander lege, schaut, dass der obere Teil schaut drüber hinaus und schaut sehr scharfkantig aus. Wenn ich nicht genau hinschaue und weit weg dann mein Fahrrad ansehe, wird das gar nicht auffallen, aber sobald ich ein bisschen reinzoome, fällt das schon ziemlich auf. Deswegen würde ich sagen, wir runden hier diese Kante ab an den vier Armen und haben dann eine viel schönere Ansicht. Kante abrunden, hier haben wir diesen Befehl. Abrundkante. Hier wählen wir sozusagen die Kanten aus. Ich nehme mach mal gleich alle gleichzeitig, weil ich faul bin und diese Kanten nicht nach viermal zusammen machen möchte. Der Radius soll werden, den lasse ich mal hier auf meine 50 Einheiten und sage Enter. Und jetzt habe ich hier eine schöne Abrundung meines oberen Teils von diesem Kurbelarm. Was passiert als nächstes? Normalerweise würde ich jetzt hier diesen Kurbelarm vereinigen, aber einen Schritt möchte ich vorher machen. Und zwar schaue ich mir das Ganze von oben an. Ich kopiere mir mal alles auf eine Seite daneben. Gut. Ist ganz gut, dass ich hier diesen Ring noch in der Mitte habe. Jetzt kann ich nämlich diesen Scharenkranz auf die Mitte verschieben und an der Mitte anfangen. Und jetzt habe ich die beiden schon übereinander. Wenn ich nicht genau hinschaue, schaut schon mal alles gut aus. Aber wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich, ich habe hier, oh, die liegen gar nicht zusammen auf der Z-Achse, da muss ich auf einem anderen Kreis angefangen haben. Ja, man sieht es auch hier schon, dass das eine nicht über dem anderen liegt. Das heißt, ich muss die beiden hier verschieben. Und zwar um 0, 0 in X und Y und minus 5. Und das sollte dann so aussehen. Gut, jetzt schneidet mein Zahnkranz den unteren Teil der Kurbel. Das ist eigentlich so gewollt, aber wir wollten eigentlich nicht diesen Schnitt haben und wir wollen den äußeren Teil der Kurbel auch nicht sehen. Hier können wir jetzt wieder eine Differenz bilden. Wir haben ja hier noch zwei verschiedene 3D-Volumenkörper. Also können wir das eine vom anderen abschneiden. Wir nehmen diesen Volumenkörper und dieses Objekt als Schnittobjekt. Und haben jetzt im Grunde genommen schon mal die Hälfte vom Weg hinter uns. Aber wie kriegen wir jetzt dieses Teil weg? Es ist ja immer noch ein Volumenkörper, obwohl da eine Lücke dazwischen ist. Es gibt den Befehl dafür, der heißt Teilen. Finden Sie zum Beispiel hier bei Volumenkörper bearbeiten, trennen. Und hier kann ich Volumenkörper, die eigentlich nicht mehr miteinander verbunden sind, trennen. Auftrennen und habe dann einzelne Volumenkörper und jetzt kann ich diesen Teil löschen und kopiere jetzt nochmal diesen. Der ist jetzt, muss ich noch schauen, ich habe es ja gerade in der Z-Ebene verschoben. Den schiebe ich jetzt mal um 5 Einheiten nach oben, dann geht das schneller. Also gebe ich wieder auf Schieben. Hat er nicht angenommen. Schieben, so. 0 Einheiten in X und Y und 5 Einheiten nach oben. Enter. So. Und jetzt kopiere ich mir diesen Körper hier hinein. Wichtig ist, dass wir wieder genau in die Mitte anfangen oder anfangen. So, und jetzt haben wir,
jetzt haben wir den oberen Teil erwischt. Dann schieben wir dieses ganze Objekt wieder nach unten. Müssen wir etwas nachkorrigieren, das ist nicht schlimm, 0, 0 und minus 5. Und jetzt stimmt das Ganze wieder. Und ich kann im Grunde genommen alle drei Objekte zu einem zusammenfügen, oder? So, eine kleine Schönheitsoperation noch. Ich sehe gerade, meine Kanten hier sind nicht abgerundet. Das ist uns irgendwo auf dem Weg hier, auf dem Weg verloren gegangen, ist mir gar nicht aufgefallen. Probieren wir mal, ob das jetzt auf dieser Ecke hier noch funktioniert. Wenn ich diese Kante hier nehme, diese Kante hier, diese und diese. Sag, mein Radius ist 50. Gut. Das muss wohl vorhin, als ich anstatt dass ich ein Enter gedrückt habe, muss ich Escape gedrückt haben und aus dem Befehl herausgegangen sein, ohne dass ich ihn angewendet hatte. Eine kleine Schönheitseditierung noch. Wir wollen ja hier die Löcher haben. Daher extrudiere ich mal hier die beiden Zylinder und bilde die Differenz von dem hier und den beiden Zylindern. Ein Zylinder, zweite Zylinder. Und jetzt sollte ich hier die Löcher haben. Hier sehen Sie, warum ich normalerweise meine Zylinder immer noch mal nach unten verschiebe, um einen sicheren Schnittpunkt zu haben. Das dachte ich jetzt, ich schaffe das auch so, aber denkste, das hat nicht funktioniert. Also schiebe ich mir den Zylinder nach unten, so dass mein Schnittpunkt sicher da ist und auch komplett durch das Objekt hindurch geht. Ich bilde wieder die Differenz mit meinen beiden Zylindern. Und jetzt müsste ich allerdings die beiden Löcher hier im Käse haben. Gut, kommen wir zum nächsten Objekt. Das ist der Rahmen. Mein Rahmen ist 809 Einheiten hoch. Und was ich habe, ist diese Form und von oben soll das ganze Ding so ausschauen. Was können wir jetzt hier am schnellsten machen, um diese Form zu modellieren? Wir könnten zum ersten dieses Objekt extrudieren und zwar um 809 Einheiten. So, hier sehen wir es, 809 Einheiten hoch. Und als nächstes soll die Form ja ausschauen wie diese hier. Da könnten wir diese Form über das Drehen-Gizmo nach oben klappen und zum Schnitt bringen mit diesem 3D-Volumenkörper. Wichtig hierbei ist, dass wir den Drehpunkt genau definieren, und zwar an der unteren Kante, weil wir wollen ja jetzt nicht hier rumdrehen, dann ist es nicht genau mit dem Schnittpunkt oder mit der Form übereinstimmend, sondern wir wollen hier unten um diese Achse drehen. Ich wähle noch meine Rotation aus und den 90 Grad. Und jetzt, wenn ich mir das Ganze anschaue, von vorne, beide sind aufgerichtet. Und wenn ich das von vorne sehe, dann sehe ich auch, ich mache das mal in einer anderen Farbe, damit man es gut sieht. Man sieht, dass es sich sehr schön überschneidet. Was bringt mir diese Überschneidung? Ich kann diese beiden Körper wieder extrudieren. Sie sehen schon, Extrusion ist bei Volumenkörper bearbeiten. Hoppala, jetzt hat er mir auf irgendeinem Objekt hier gefangen. Also Extrusion ist beim Bearbeiten von Volumenkörper im Grunde das A und O. Und ich bringe immer Grundkörper in die 3D, dritte Dimension und bearbeite die dann, indem ich sie verschneide. So, mache den Rahmen mal gelb, damit wir uns hier auch besser
auskennen können. Und ich sehe, wir sind auf dem Drahtkörperansicht. Das Ganze gehen wir mal auf Röntgen. Gelb hat er nicht angenommen, aber jetzt. So, sehen wir hier den Schnitt und wir bilden jetzt diesmal nicht eine Vereinigung oder eine Differenz, sondern wir möchten die Schnittmenge bilden zwischen diesem Objekt und diesem Objekt. Wählen Enter und jetzt noch eine Differenz. Wir wollen hier dieses Loch hineinschneiden oder hineinstanzen und schon haben wir hier einen tollen Rahmen, den wir für unser Fahrrad weiter verwenden können. Was fehlt an dem Rahmen? Unsere Narbenlöcher. Die könnten wir jetzt, also meine Idee wäre, diese Narbenlöcher wieder mit Hilfe von zwei Zylindern hier hineinzuschneiden. Aber wie platzieren wir die Zylinder am besten? Wir könnten jetzt wieder, es gibt mehrere Wege, wie wir das machen könnten. Wir könnten hier die, das ist die X-Ebene aufziehen, auf der zeichnen und genau an dieser Stelle zwei Kreise bilden und die dann extrudieren. Wir könnten aber auch uns quasi aus der Hauptzeichnung hier die zwei Kreise kopieren und die extrudieren und drehen, so wie wir es mit dem Rahmen gemacht haben, und an die richtige Stelle bringen. Ich zeige Ihnen noch eine dritte Möglichkeit, wie man das schnell machen könnte. Ich kopiere mir auch diese beiden Kreise und zwar über die Zwischenablage und kopieren mit Basispunkt und wähle mir dann hier einen markanten Punkt, den ich in meiner anderen Zeichnung auch finden werde. Das ist dieser Schnittpunkt. Und jetzt habe ich die beiden Kreise kopiert. Ich gehe zurück zu meinem Rahmen. So, der Schnittpunkt, den sehe ich, den zeige ich Ihnen hier. Der ist hier an dieser Stelle, wo ich diese Querschnittlinie habe. Ich gehe jetzt mit der rechten Maustaste in die Zwischenablage und sage als Block einfügen. Und wähle mir diesen Punkt hier als Einfügepunkt. Enter. So, das Ganze von oben betrachtet. Sind wir von vorne, das Ganze von oben betrachtet, sehe ich, ah, hier sind meine beiden Kreise. Liegen von vorne gesehen an der richtigen Stelle, aber leider sind sie nicht gedreht und nicht in der richtigen Höhe. Ich behelfe mir jetzt mit dem Befehl 3D Polylinie zeichnen. Ich gebe hier einen Startpunkt ein, das ist der Mittelpunkt dieses Kreises. Gehe hier auf meinen Ortho-Modus, hoppala, Ortho-Modus und sage, ich gehe jetzt in Z hoch. Wie hoch war das? Das muss ich schnell luren in meiner Hauptzeichnung. 175 Einheiten. Hier steht es, hier links unten, 175 Einheiten. Also nochmal meine Polylinie. So, was macht er? Macht er. Mein AutoCAD gerade eine Pause. Zu viel gedrückt, gleichzeitig wahrscheinlich. Also 3D Poly. Ich gebe hier den Mittelpunkt der Polylinie ein. 175 Einheiten nach oben. Und dann ziehe ich das hier rüber. Fertig. Das Ganze schiebe ich schon mal auf die andere Seite. Da brauchen wir das gleiche Konstrukt. Jetzt habe ich es verschoben und nicht kopiert. Ich brauche es auf beiden Seiten. Also kopiere ich es nochmal auf die Seite. Ganze wieder zurück. Jetzt habe ich meine beiden 3D-Polylinien. Ich nehme den Befehl Sweep und ja, das geht. Schauen wir mal, ob das mit dem Block geht. Und das geht nicht. Ich muss den Block erst auflösen. Über Ursprung muss ich diesen Block wieder in die ursprünglichen Kreise zurückführen und gehe jetzt mit der Sweep-Funktion hier hinein
und lasse diesen Kreis entlang der 3D-Polylinie entlang laufen. So, und jetzt habe ich meine beiden Zylinder, die ich hier, mit denen ich wieder die Schnittmenge bilden kann und habe so meine Löcher in meinen Rahmen geschnitten. Der nächste Schritt oder das nächste Bauteil wäre der Lenker. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, weil wir nicht mehr mit so klaren Formen arbeiten, sondern es geht etwas mehr in die Rundungen hinein und in die Netzbearbeitung. Wie könnten wir diesen Lenker jetzt am schnellsten und am schönsten in einer angemessenen Zeit modellieren? Ich würde dafür auch wieder die 3D-Polylinie erstellen. Genau, 3D-Polylinie. Und ich fange mal hier bei dem A an. Und jetzt habe ich noch hier den Ortho-Modus an. Und gehe mal hier in der Mitte des Lenkers voran. So. Bis hierhin. Jetzt schalte ich den Ortho-Modus wieder ein, weil wir hier in die Mitte wollen, nach entlang der Achse. So, nach Z mache ich zwei Stützpunkte. Einmal auf 60 und nochmal unten auf 60. Und jetzt das Ganze rückwärts. Gut, jetzt habe ich hier eine 3D-Polylinie erstellt entlang meines Lenkers, ungefähr die Lenkerform nachgezeichnet von meinem Rennrad. Was mache ich als nächstes? Ich nehme mir die 3D-Polylinie. Wir brauchen dieses Gizmo nicht, das stört mich, das schalte ich aus. Also wir nehmen die 3D-Polylinie, über die rechte Maustaste gehen wir auf Polylinie und sagen dann Spline einpassen. Schon habe ich hier eine recht schöne Spline-Form, die mir hier an dem Lenker schon ganz toll ausschaut. Was ich jetzt als nächstes machen kann, ich kann mir diese Form entlang meiner Punkte noch schöner hinsetzen, wie ich sie denn gerne haben möchte. Und ja, wenn ich zufrieden bin mit dem Ergebnis, dann lasse ich, wie schon gerade eben, einen Kreis, ich nehme jetzt mal, setze ich mal hier in der Mitte ungefähr an, damit ich ungefähr den Radius weiß oder den Durchmesser, und nehme den Kreis und lasse diesen Kreis hier an meiner Linie entlang sweepen. Lang rutschen. So, zack, da ist er. Noch ein Hinweis, falls Sie hierbei Schwierigkeiten haben, diesen Spline, diesen Kreis entlang dieser 3D-Polylinie entlang sweepen zu lassen, dann liegt das an der 3D-Polylinie. Da gibt es dann wahrscheinlich sich selbst überlappende Kanten. Und wenn Sie vorher dann zum Beispiel die 3D-Polylinie ein bisschen, ich lösche das mal, oder ich mache es mal wieder rückgängig. Wenn Sie die 3D-Polylinie ein bisschen ändern in Ihren Stützpunkten zum Beispiel, dann kann es sein, dass es danach funktioniert wieder. Also zum Beispiel können Sie hier die Stützpunkte verschieben. Und dann funktioniert es danach. Also sweepen wir das nochmal da an die Stelle in dem Pfad. Fertig. Gut. Jetzt ist das so ein schönes gebogenes Rohr, aber wir wollen hier noch ein bisschen individuelle Form reinbringen. Deswegen werden wir hier das Objekt glätten. Und jetzt erstellen wir daraus ein Netz. Und hier mit dieser Netzkonvertierung haben wir entweder, so wie vorhin mit dem 3D-Volumenkörper, Zugriff auf das ganze gesamte Objekt oder über den Control-Taste Zugriff auf einzelne Flächen und können dann
über unser Gizmo, was ich jetzt wieder anschalten werde, und zwar das Verschieben-Gizmo, hier die Flächen modellieren. Da kann man jetzt sich wahrscheinlich stundenlang mit beschäftigen, wie das am Ende ausschauen soll und ob das schön ist oder wie es einem am besten gefällt. Ich mache jetzt hier nochmal dieses Ende, zum Beispiel über das Skalieren. Hoppala, die oberen wollen wir nicht, nochmal die unteren nur. So, skalieren und jetzt können wir hier entlang die Form etwas skalieren entlang der X, Y und Z-Ebene und je nachdem, so lange bis wir damit soweit zufrieden sind. Das Problem oder kein Problem ist es eigentlich, Sie können dieses Netz dann später glätten. Das Problem dazu ist, wenn Sie es einmal geglättet haben, also hier sehr viele mehr Maschen haben, dann können Sie das wieder nicht in sehr oder sehr schwer wieder in ein grobmaschigeres Netz zurückverwandeln. Also je mehr Unterteilungen Sie an Maschen haben, desto mehr verschiedene Möglichkeiten haben Sie, jede einzelne Maschenfläche zu editieren, was dann am Ende ziemlich aufwendig wird. Also ich empfehle, möglichst grobmaschig zu arbeiten und wenn Sie dann mit dem Ergebnis soweit zufrieden sind, dann können Sie das Objekt immer noch, ich mache das mal, immer noch weiter verfeinern und mehr glätten und dann wird das auch sein, hier Netz verfeinern, dann wird das auch noch mal glatter und schöner. So, als nächstes werde ich hier dieses Objekt wieder spiegeln, 3D spiegeln und zwar über drei Punkte und diese drei Punkte sind hier, da brauche ich meinen Fangmodus, dieser Punkt, der Ortho-Modus, dieser Punkt und nach oben und schon habe ich meine Fläche definiert, an der ich mein Lenkerteil gespiegelt habe. Der nächste Schritt ist hier im Grunde die Aufhängung für meinen Vorbau zu kreieren und da dachten wir, wir könnten hier dieses A verwenden und daraus einen schönen Vorbau kreieren. Wir nehmen dieses Objekt zuerst und verschieben es hier in die Richtung vor den Rahmen. Dann würde ich das Ding mal extrudieren um 5 Einheiten. Und schauen wir uns das Ganze mal von vorne an. So, ich würde es jetzt noch drehen. Und zwar um die Y-Achse. Hoppala, machen wir interaktiv. So, schaut ganz gut aus vom Winkel her. Und jetzt könnten erstelle ich wieder eine 3D-Polylinie, gebe als Startpunkt hier diese Ecke an, schalte meinen Ortho-Modus ein und gehe hier ungefähr auf die Höhe. Und jetzt nehme ich diese Fläche, das hatte ich vorhin mal angesprochen, wir haben Flächen, Möglichkeiten sagen Fläche extrudieren. Ich wähle die Fläche aus und sage Enter und sage, ich möchte es entlang eines Pfades extrudieren. Hier haben wir unseren Pfad gezeichnet und zack, Enter, haben wir hier unseren sehr aggressiv ausschauenden Vorbau und der nächste Schritt wäre jetzt dieses Objekt wieder zu vereinigen, dass wir einen Volumenkörper haben und dann haben wir hier einen schönen Sattel. Ah, Sattel sage ich. Sattel ist der nächste, er ist ein Lenker natürlich. Der Sattel ist der nächste, das nächste Objekt. Hier gehen wir im Grunde genommen genauso vor, und indem wir die Grundfläche erstmal extrudieren,
extrudieren um 50 Einheiten. Dann schaut das Ganze so aus. Hier haben wir wieder die Form und hier gehen wir, drehen wir das auch wieder nach oben, und zwar hier mit dem Drehpunkt um 90 Grad. Ich glaube, jetzt ist es nach unten gekippt. Drehen wir das Ganze nochmal um 180 Grad. Jetzt müsste es, wenn ich mir das von vorne anschaue, schön hier überlappen. Das passt. Den Gizmo schalten wir aus. Und als nächstes extrudieren wir diese Form wieder und bilden dann wieder mit unserem Ursprungssattel eine Schnittmenge. So, jetzt ist der Sattel schon grob fertig. Wir haben noch eine Sache, die wir hier zeichnen könnten, und zwar wäre das, wir haben hier, ich zeige Ihnen das mal, damit wir da ein bisschen Zeit sparen. Die Zeichnungen bekommen Sie alle ausgeliefert auf unserem Box-Account, und den Link zum Box-Account haben wir in der Präsentation gezeigt. Wir gehen jetzt weiter vor. Hier haben wir die Extrusion erstellt oder die Differenz oder die Schnittmenge gebildet. Und der nächste Schritt wäre es, hier diese moderne Kerbe oben in diesen Sattel einzufügen. Das macht man, indem wir hier einen Zylinder positionieren und dann wieder über Schnittmenge diesen Zylinder hier ausschneiden. Und hier haben wir die, steht es, den Zylinder abziehen vom Sattel. Und dann wird dieser Sattel wieder in ein Maschenobjekt umgewandelt. Das ist dieses Objekt glätten, beziehungsweise wenn Sie das anwenden, dann können Sie es gleichzeitig in ein Maschenobjekt umwandeln. Und dann wird die Ursprungsgeometrie, die Sie hier haben, mit dem Sattel in Schnitt gebracht, also übereinander gelegt. Ich mache das mal hier auch in einer anderen Farbe, dann sieht man das wahrscheinlich besser. Gelb. So, hier sieht man es besser. Das Maschenobjekt und der Ursprungssattel liegen übereinander. Und ich kann natürlich vorher hier mein Maschenobjekt wieder an den einzelnen Oberflächen zupfen und mir das noch ein bisschen individuell in Form ziehen. Und dann, wenn ich nochmal so ein Solid Intersect mache, also hier eine Schnittmenge bilde, dann bekomme ich als finales Ergebnis diesen Sattel mit der schönen modernen Zuspitzung da vorne, nicht zu spitz, aber auch nicht zu rund, und habe mir hier diesen Sattel erstellt. So, das war's soweit von meiner Seite. Am Schluss werde ich natürlich alle meine 3D-Volumenkörper nehmen müssen und zusammenfügen zu einem Fahrrad, und dieses Fahrrad wird dann so ausschauen wie hier. Haben wir es einmal gerendert und können es dann im Grunde platzieren, wo wir es gerne hinhaben wollen. Das war's von meiner Seite. Ich gebe jetzt wieder zurück an Bernd und die Präsentation und sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. So. Also hier zum Abschluss jetzt nochmal eine Abschlussfrage. Haben Sie heute etwas Neues gelernt? Während jetzt die Abstimmung schon läuft, bedanke ich mich mal beim Carsten. Ja, und jetzt schauen wir mal, was das Ergebnis ist. Das sieht doch schon recht gut aus. 79% haben gewotet. Ja. Okay, und das ist jetzt das Ergebnis.
Also die allermeisten haben alle was gelernt. Das ist doch schon mal sehr positiv. So, dann kommen wir mal noch kurz zum Abschluss. Also erstmal vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie jetzt Fragen und Anregungen haben, dann haben Sie hier auch diese Links. Sie kriegen ja am Anschluss an an dieses Webinar noch eine E-Mail mit den ganzen Links und da können Sie alles runterladen, auch eben diese PowerPoint-Sache, und da können Sie von dort aus sozusagen dann diese Links hier aufrufen, um uns ein Feedback zu geben. Weiter. Und ja, haben Sie jetzt noch Fragen? Das wäre jetzt der Part, wo Sie jetzt noch Fragen stellen können. Okay, alles klar. Dann danke ich dafür und wünsche Ihnen einfach noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Webinar, das dann eben Ende Februar stattfinden wird. Vielen Dank, Wiederhören.